Ich hatte die ganze Zeit so krass Angst davor, in Amerika U-Bahn zu fahren, bis mir heute aufgefallen ist, dass das dort einfach viel, viel sicherer ist als bei uns in Deutschland. Wir sind heute Mittag erstmal zu diesem 99 Cent Pizza Store hier gegangen. Davon gibt es so viele in New York. Da kriegst du einfach ein Pizzastück für 99 Cent und die sind so unfassbar lecker. Und weil das Essen hier sonst so teuer ist, wir ernähren uns einfach gefühlt nur von dieser Pizza. Dann gab es einen Cake Pop für mich, der ist extrem süß gewesen. Und jetzt aber zu der U-Bahn. Das System ist so gut, weil du einfach nur in diese U-Bahn-Station kommst, wenn du halt auch wirklich ein Ticket hast. Das heißt, es gibt nicht mal Kontrolleure dort und da sind halt auch wirklich nur Leute, die die U-Bahn benutzen also wollen. Also ich finde, das System könnte man auch bei uns machen. Auf jeden Fall sind wir zu Brooklyn Bridge gefahren und es war obviously sehr hot. Ich war extrem sweaty und auf jeden Fall habe ich gerade die ersten Bilder aus New York hochgeladen auf Instagram. Ihr müsst jetzt sofort alle rüber und die anschauen, die sind so schön. Ich bin sauer, wenn ihr nicht guckt. Das war dann mein Outfit am Abend und da gab es noch was zu essen.